So, schönen guten Morgen, Basti hier. Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Tja, wollen wir heute Morgen mal ein bisschen Tacheles reden? Ja? Mal irgendwie klare Ansagen machen. Oder sich Dinge mal verdeutlichen, so wie sie tatsächlich sind. Gesellschaftspolitisch, zukunftspolitisch, gesellschaftlich, sozial. Menschlich. Ich meine, für jeden, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und so ein bisschen mit dem Wandel unserer gesellschaftlichen Strukturen und mit dem Wandel unserer wirtschaftlichen Situation, ja, weil eigentlich gibt es nur diesen Wandel. Ja, es gibt diesen wirtschaftlich-technologischen Wandel. Der Mensch wandelt sich so gut wie überhaupt nicht. Und das ist eben das große Problem. Ne? Und da muss man ja mal irgendwie mit dem Finger drauf zeigen. Ja? Mit dem Finger wird ständig auf irgendwen oder irgendwas gezeigt. Flüchtlinge, für alle Arten von Ausländern, Immigranten, Hartz-IV-Empfänger, irgendwer ist immer schuld. Ja? Und das ist halt auch schon seit Menschengedenken der Fall. Ja? So wird das behandelt, so werden Probleme behandelt, gesellschaftlich, massenpolitisch. Und deswegen ändert sich ja auch nie was wirklich. Ja? Und ich gucke zum Beispiel gerne Vorträge oder Talkrunden mit Richard David Precht, ja? Der sich ja sehr auf eine sehr populäre Art und Weise und eine unterhaltsame Art und Weise philosophisch den Problemen der Gesellschaft und auch der Zukunft nähert. Und das sehe ich mir auch sehr gerne an. Das ist, gibt auch ein Gefühl, ja, naja, da hat es einer verstanden. Und es ist alles gar nicht so schlimm und da wird von Optimismus gesprochen und da wird auch von Utopiezwang gesprochen, weil der Digitalisierungsprozess einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen wird, der ja alles verändert, die ganzen Systeme verändert und das ist ja auch definitiv der Fall. Davor brauchen wir uns ja auch gar nicht verstecken, davor will sich ja auch keiner verstecken, obwohl einige schon, aber darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Allerdings bezweifle ich stark, dass es tatsächlich ein Wandel ist, ja, ein Wandel der Menschheit, ein Wandel, der tatsächlich die Menschheit bewegt und verändert. Ja. Natürlich verändert technologischer Fortschritt die Persönlichkeitsentwicklung der Menschen einer Gesellschaft, die Fähigkeiten und die Möglichkeiten und so weiter. Aber man sieht ja, allein Möglichkeiten und Chancen zur Verfügung zu stellen, reicht noch lange nicht aus, um Menschen dazu zu bewegen, das tatsächlich auch potenzialentfaltend zu nutzen. Ja, schon gar nicht in einer grundlegenden wirtschaftlichen Struktur, die sich in keiner Weise von den Prinzipien her verändert hat. Ja? Da kann man vom Sklavenhandel gehen bis heute. Wir haben eine gesellschaftliche Arbeitsmarktstruktur, die auf Zwang basiert und zwar nur auf Zwang ausschließlich. Ja? Natürlich reden sich dann viele, die einen einigermaßen passablen Job haben, ein irgendwann, dass sie das gerne machen, dass sie stolz darauf sind, denn das haben wir uns ja das hat man uns ja antrainiert, ja, dass wir uns identifizieren über unsere Arbeit, über das, was wir an Arbeitsleistung der Wirtschaft, dem Unternehmen bringen, weil wir immer noch glauben oder heute immer noch viele glauben, dass das tatsächlich dann auch wirklich einen positiven Effekt für die Gemeinschaft hätte und dass das dann auch positiv auf uns wieder zurückfällt. Und da kommen wir jetzt wieder an und sagen, ja, aber du hast ja auch Krankenversicherung und du hast ja auch dies und das und guck mal, die ganzen Privilegien, ja, natürlich habe ich das. Allerdings habe ich da keine Freiheit drin, sondern ich bin in diese Schienen gezwungen. Ja? Und mein Potenzial übersteigt die Denkfähigkeit, sage ich jetzt mal, unterstelle ich jetzt mal dem gesellschaftlichen Bewusstsein, dem Gemeinschaftsbewusstsein, bei weitem. Und auch das viele andere übersteigt dieses Potenzial bei weitem. Ja? Und es gibt wesentlich angenehmere Vorstellungen, beziehungsweise auch produktivere für eine Gemeinschaft, gemeinschaftlich zu leben und zu existieren, als diese bestehende. Ja? Und da kann man noch so oft sagen, wir haben ja immer noch ein gutes System im Vergleich zu dem und dem. Ja, natürlich. Ja? Wenn ich ein Raucherbein kriege und sie mir das Bein abnehmen, dann kann ich immer noch sagen, oh, guck mal, der da drüben, der hat beide Beine abgenommen, dem geht es viel schlechter als mir. Ne? Aber das ist ja keine Argumentation, so kommen wir ja nicht weiter. So, und genau. Und da wird viel davon gesprochen. Und natürlich kann man sich hier vorstellen, bei uns in unserem Land oder in Europa, in Teilen von Europa, wie das mal technologisiert sich darstellen wird. Da wird dann geredet von selbstfahrenden Autos, von elektrischen Motoren und allem drum und dran.
Das verbessert dann wieder das Klima und die Luft und so weiter. Und das ist alles eine schöne Vorstellung. Ja, das klingt auch gut. Das ist wie ein Zukunftsroman. Ja, liest sich das. Und das ist auch theoretisch natürlich möglich. Ja, und das lässt sich natürlich auch umsetzen. Gar keine Frage. Nur darf man dabei nicht vergessen, dass diese ganze Technologie und auch die, die wir heute nutzen und die wir heute haben und benutzen, ja von irgendwem hergestellt werden muss. Ne? Und nicht nur das, sondern die Ressourcen müssen ja von irgendwem beschafft werden. Und von wem werden denn die Ressourcen für unsere Technologiegeräte, für unsere Handys, Smartphones, Computer, wo werden die denn besorgt? Beziehungsweise wo werden sie entsorgt? Das kann man sich angucken, das weiß man heute alles. So. Und das wird sich nicht ändern in dieser bestehenden Systematik. Das heißt, dieses ganze utopische Gerede von, wie das mal irgendwann aussehen wird und wie wir das gesellschaftlich implementieren können, diese technologischen Erleichterungen und so weiter und so fort, basiert alles auf Schweiß, Blut und dem Leben und und der Ausbeutung von Millionen von Menschen nach wie vor. Und auch in der Zukunft wird sich das nicht ändern, weil diese Gesellschaftssystematik und diese Wirtschaftssystematik, das Wirtschaftssystem sich ja noch nicht geändert hat. Und das wird es auch nicht. Es wird es erst dann, wenn es sich quasi leer gelaufen hat. Ja, wenn quasi nichts mehr funktioniert, weil eben, das ist ja dem Prinzip innewohnend, entgegen jedem gesunden Menschenverstand wissen wir, dass das Wirtschaftssystem, das wir haben, das wir auch immer noch hochhalten, von dem wir immer noch glauben, wie im Märchen wird sich das irgendwann alles lösen und dann wird das irgendwann alles ganz wunderbar werden. Wir wissen es, wenn wir darüber nachdenken, das kann jeder für sich selbst nachvollziehen, dass das nicht funktionieren kann, nicht auf Dauer und dass wir nicht mehr weit entfernt sind von dem Punkt, an dem es eben nicht mehr läuft, in dem die Ressourcen einfach nicht mehr da sind, beziehungsweise an dem die Ressource Mensch, denn nichts anderes ist der Mensch für dieses Wirtschaftssystem als eine Ressource, irgendwann dieses Ganze nicht mehr mitmacht, nicht mehr mitmachen kann. Und das sehen wir jetzt auch in der logischen Konsequenz und der ganz normalen Konsequenz, dass Menschen, die über Generationen blöd gehalten wurden, die ausgebeutet wurden von ihrer Regierung, die Handlanger unserer Regierung sind und so weiter und so fort. Wir wissen das alles. Es ist längst keine Verschwörungstheorie mehr oder ähnliches, in dem diese Menschen halt einfach nicht mehr können. Beziehungsweise auch irgendwie, ja, es sickert ja auch was durch an Informationen. Ja, das, was man jahrzehntelang oder jahrelang auch vor den Ärmsten der Armen fernhalten konnte, ist auch für die mittlerweile teilweise zugänglich. Und dadurch wird eben auch bewirkt, dass die nachdenken, ja, und irgendwann auch sagen, ich mache das nicht mehr mit. Ja. Und Terrorismus, worüber sich seit Jahrzehnten hier beklagt wird, ist eine ganz logische Folge. Ja. Wenn man sich die menschliche Situation mal anschaut, ist eine ganz logische Folge, dass irgendwann Gewalt die Folge sein muss, ja, aus so einer Frustrationssituation. Und wenn das dann halt auch noch aufgegriffen wird von Machthaber und so weiter, das ist alles ganz offensichtlich, ja. Das ist nicht, weil das böse Menschen sind. Das ist das halt, was einem erzählt wird. Und wer bequem, naiv oder auch dumm genug ist, für den das schön einfach ist als Erklärung, der glaubt halt, das sind böse Menschen. Ja, also diese Kultur ist böse, das sind böse Menschen. Deswegen machen die sowas und deswegen müssen wir uns von denen abschotten. Also können wir mal bitte aufhören, beispielsweise auch über diese rückwärtsgewandten Denker überhaupt zu reden, die überhaupt ernst zu nehmen. Lass doch die AfD da rumzappeln, lass sie doch ein paar Wähler abfangen, abgrasen, lass doch diese halbgaren, halbdurchdachten Dinge, lass sie sich doch da profilieren für ein paar Jahre. Was soll's? Das juckt doch eh keinen. Die Politik wird sowieso nichts ändern, die Politik auch der AfD wird nichts ändern. Ja? Und es ist lächerlich und naiv für jeden halbwegs gebildeten oder über Bildung verfügenden Menschen überhaupt ansatzweise darüber nachzudenken, dass so rückwärtsgewandte Ideale oder das Bewahren alter Strukturen in irgendeiner Form funktionieren könnte oder funktionieren würde. Also es ist einfach, es lohnt doch gar nicht, darüber zu reden oder sich darüber aufzuregen. Von daher haben diese Politiker, die ja auch am Anfang zur AfD gesagt haben, wir reden gar nicht mit denen, vollkommen recht. Das ist vollkommen richtig, weil es ist vergebliche Liebesmühe und es ist verschwendete Zeit. Dass die Parteien, die das gesagt haben, auch selbst diese alten Strukturen haben und dass sie auch nur populistisch sind und dass sie auch nur versuchen, möglichst ihre Legislaturperiode rumzukriegen und ihre Macht zu erhalten, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber vom Prinzip her ist das vollkommen richtig. Mit solchen rückwärtsgewandten Idealen braucht man sich heutzutage nicht mehr auseinandersetzen. Das ist überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Ne?
Die Informationsflut ist viel zu groß und man kann die Masse hier bei uns zumindest nicht mehr so beeinflussen und manipulieren und so dumm halten, dass sie tatsächlich mit Gewalt so solche Ideale unterstützen würden und dass sie das auf Dauer durchhalten könnten, ist total ist lächerlich. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So. Und bei all diesen schönen Vorstellungen, auch übrigens Gunter Dück zum Beispiel, ja, auch ganz hervorragende Vorträge und ganz interessant, wirtschaftlich und Industrie, die Zukunft der Wirtschaft, Industrie und so weiter und wie sich das gesellschaftlich auswirkt, alles sehr interessant, aber überall wird halt genau diese Foundation, diese Grundlage dieser ganzen Systematik außer Acht gelassen, dass das nämlich auf dem Rücken von Millionen von Menschen, die unter extremsten Bedingungen, unter schwierigsten Bedingungen, die auch daran draufgehen und so weiter, dafür arbeiten müssten, um diese Utopie, diese Gesellschaftsutopie, die da vorgetragen wird, überhaupt möglich zu machen. Das ist einfach so nicht machbar. Das heißt, es müsste immer, wenn wir von Wandel reden, dann muss ein grundlegender Wandel der Systematik geschehen. Und da gehört auch das Wirtschaftssystem dazu. Und bevor das nicht passiert, wird sich nichts ändern. Das heißt, alles Gezappel und alles Ego aufblasen und reden über Politik und wie sich das gesellschaftlich auswirkt und was wir dann machen könnten. Wir müssen in die Richtung gehen und wir müssen die Machthaber, die jetzt an der Macht sind, die müssen wir entmachten. Und wenn wir das machen, dann werden wir das anders machen. All das wird niemals zu irgendeiner Veränderung führen, weil der Mensch sich einfach nicht ändert. Und das ist eben der Punkt. Und da kommt die Eigenverantwortung wieder ins Spiel. Und die Eigenverantwortung bedeutet, dass ich mich als Mensch, als Individuum gesellschaftlich erstmal finden muss. Das heißt, ich muss mich als Mensch erstmal für mich identifizieren können. Und zwar nicht über irgendwas, nicht über meine Arbeit, nicht über die Reflexion anderer, nicht über das, was andere über mich denken, nicht über das, was andere tun, was die Mehrheit tut und was mir meinen anerzogenen Gedankenmustern am ehesten entspricht, was die meiste Kohärenz erzeugt in meinem Denken, in meinem Empfinden. Ja, sondern ich für mich muss rausfinden, was bin ich eigentlich hier in dieser Existenz. Das klingt spirituell, ist es aber überhaupt nicht. Und das ist eben der Witz dabei. Es ist überhaupt nichts Spirituelles dabei bei dieser Selbstfindung, sondern es ist eine ganz faktische, reale Geschichte. So, und ich sage nicht, man muss das machen, sondern ich sage, bevor das nicht weite Teile der Bevölkerung, weite Teile der Menschen machen, und zwar zu sich selbst finden, authentisch zu eigenen Ansichten im eigenen Umfeld und auch in der Informationsflut über die Gemeinschaft und über die Gesellschaft stehen zu können. Durch gesunden Menschenverstand, ja, einfach den Verstand benutzend, aufgrund natürlich der Grundlage dessen, was man gelernt hat, ja, immer weiter lernen zu wollen, auch mehr über sich selbst lernen zu wollen, warum man emotional reagiert, warum man mit Ängsten auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, woher diese Ängste kommen, dass diese Ängste nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, sondern dass sie in mir stattfinden, dass ich meine Entscheidungen und meine Vorstellungen und das, was ich mache, meine Handlungen nicht nach diesen Ängsten ausrichten darf, ja, weil ich sonst nämlich mir selber auf den Leim gehe. All diese Dinge. Und solange Menschen nicht dazu auch angeleitet werden, und das wurden sie noch nie in unserer Gesellschaft nicht, sie wurden auch nie dafür ausgebildet, sich selbst zu erkennen und über sich selbst zu bestimmen, und die Verantwortung für sich und ihr Handeln, vor allen Dingen auch die Konsequenzen des eigenen Handelns zu übernehmen. Und solange das nicht wirklich ein gesellschaftlicher Kernpunkt ist, ja, ein Kern oder ein Stützpfeiler einer gesellschaftlichen Struktur, die Eigenverantwortlichkeit des Individuums zu fördern. Und zwar in Form von Freiheit. In Form von Freiheit, aber eben auch in Form von direkter Konfrontation mit Konsequenz. Ja, Konsequenz für eigene Entscheidungen, Konsequenz für Handlungen, für zum Beispiel für Verweigerung. Wenn ich sage, ich will mich gar nicht beteiligen. Auch das wird es immer in jeder Gesellschaft geben, das ist auch ganz normal, das ist auch gut so und richtig so. Aber dass man weiß, das, was ich tue und das, was ich, die Anstrengungen, die ich bringe, ja, und mein Beitrag als Mensch, als Individuum, als Teil dieser Gemeinschaft ist ein Gemeinschaftsbeitrag. Ja, dazu kann ich stehen vor der gesamten Gemeinschaft und dazu kann ich auch stehen vor mir selber. Und das hat es halt noch nie gegeben. Ja? Also das gibt es vereinzelt, wenn Menschen tatsächlich irgendwie mal anfangen, irgendwie oftmals durch ein Trauma oder was auch immer mal nachzudenken über sich selbst, über die eigene Persönlichkeit, was ist das überhaupt, wie ist es überhaupt so weit gekommen. Es ist doch erschreckend, wie wenig der Mensch eigentlich weiß über die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Wir leben immer noch in so einer
Man könnte meinen, vor hunderten von Jahren, in so einer Vorstellung, dass das alles wie aus einem Samen entsteht und dass es schon vorherbestimmt ist und dass meine Persönlichkeit und alles, was ich bin, sich vorherbestimmt so entwickelt. Und das ist halt so. Und da habe ich ein Recht drauf und so will ich sein. Und das ist meine Meinung, weil die ist von Gott gegeben sozusagen. Ja, die ist so entstanden, die hat sich so entwickelt in mir. Ich habe ein Recht auf meine Meinung, aber gar nicht verstehen, warum diese Meinung sich überhaupt entwickelt hat und woher diese Meinung kommt. Und die ganz vielen Meinungen, wenn man sie hört, auch in der politischen Ebene, sind nicht authentisch. Das sind keine wirklichen Meinungen dieses Menschen, wenn man ihn anspricht, wenn man ihn privat trifft und mit ihm spricht und wird ein Bier trinken zusammen, was auch immer, würde man ganz oft merken, bei Politikern, ja, ich rede jetzt von Politikern, dass diese Meinung, die sie vertreten da außen, gar nicht ihre authentische Meinung ist. Ja? Und ich will jetzt aber gar nicht so sehr auf Politiker rummachen, sondern mir geht es um alle Menschen. Ne? Politiker sind ja auch Menschen. Und ja, und solange das nicht stattfindet, kann auch kein wirklicher Wandel stattfinden. Das heißt, wenn man hier spricht von Wandel des Arbeitsmarktes und so weiter, das ist kein wirklicher Wandel. Ja? Die Versklavung wird sich einfach nur verkleiden. Ja? Die Ausbeutung wird sich einfach nur verkleiden. So wie die Lohnarbeit und die Besteuerung der Lohnarbeit und so weiter und der Zwang zur Lohnarbeit durch die Existenzbedrohung nichts weiter ist als auch eine Versklavung. Ja? Das hat nichts zu tun mit, dass eine Gesellschaft sich wirklich frei entfalten kann, dass ein Mensch wirklich sich frei entfalten kann. Und natürlich auch dieses Gegenargument halt, wenn das so wäre, dann würde ja keiner mehr was machen und dann würden diese ganzen Mistjobs von niemandem mehr erledigt werden. Na ja gut, wenn keiner mehr deine Kacke wegwischen will, weil du rumsaust auf einer öffentlichen Toilette, dann ist das halt eben so. Ne? Dann wirst du beim nächsten Mal vielleicht überlegen, ob du es selber machst, wenn du fertig bist. Das sind alles so Argumente, die entblößen quasi oder stellen quasi die eigene Idiotie bloß. Ne? Und die eigene Arroganz halt auch. Ne? Naja. Also, ich wollte Tacheles sprechen in der Form, dass der Mensch, und zwar jeder Einzelne, ja, für sich selbst anfangen muss, sich selbst zu verstehen, damit auch andere Menschen zu verstehen, damit auch die Zusammenhänge der emotionalen Reaktionen von Menschen zu verstehen und was sich daraus entwickelt. Und dass wir heute in den Kinderschuhen stecken, ja, das ist man von Wandel und von utopischer Zukunftsperspektive in einer Gesellschaft überhaupt noch nicht sprechen kann, weil wir als Gesellschaft es einfach noch nicht geschafft haben, einen wirklich mündigen Bürger zu erziehen. Ja. Wir haben es als Gesellschaft nicht geschafft, auch in der Demokratisierung einen mündigen, eigenverantwortlichen Bürger mit Respekt und Würde und Achtung vor anderen zu gestalten. Ja. Unser Bildungssystem ist militärisch strukturiert. Hier geht es einzig darum, irgendwelche Arbeitsdrohnen zu produzieren. Es geht nicht um menschliche, holistische Bildung, auch nicht an den Universitäten. Im Gegenteil, das ist immer schlimmer geworden, immer schlechter. Guck dir das heute mal an. Ich habe gerade noch so das Ende so der alten universitären Zeiten so miterleben dürfen. Klar war da auch nicht alles richtig und klar war diese etwas kindlich naive Vorstellung von alles ist frei und wir brauchen gar keine Scheine und so weiter auch nicht richtig. Aber wenn man sieht, wie sich das heute entwickelt hat, also das, was da gemacht wird heute an den Unis, das ist nichts weiter als pressen, 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 ja, reinpressen. Und dann kommt beim Bachelor kommt einer raus, hier, guck, der kann schon mal ein bisschen was, den kannst du nehmen, den kannst du auch schlecht bezahlen. Und beim, wer ein bisschen besser ist, der kann sich dann einbilden, oh, ich mache jetzt ein universitäres Masterstudium, denn dann bin ich ein Master of Disaster oder was auch immer. Und der wird dann halt ein bisschen besser bezahlt, beziehungsweise hangelt sich von einem Praktikum zum nächsten und so weiter und weiß aber auch nichts. Ja. Alles immer schneller, immer ja, effizienter kann man ja gar nicht sagen, weil es nicht effizienter ist, weil was hinten rauskommt, einfach ein riesen Kackhaufen ist. Ja, und diese Entwicklung ist einfach eine von der Wirtschaft bestimmte Entwicklung. Und solange das Wirtschaftssystem halt alles im Griff hat und alles bestimmt, solange kann sich gesellschaftlich auch nichts zur Freiheit hin entwickeln. Da kann sich auch gesellschaftlich nichts zu paradiesischen Zuständen oder ähnlichem entwickeln. Da hilft auch das Grundeinkommen nichts. Ja? Da kannst du das Grundeinkommen kannst du einbringen, aber wenn die Menschen mit den Chancen und mit der Freiheit gar nicht umgehen können, ja, sondern dann wird sich all das bewahrheiten, was die Skeptiker und die Zweifler am Grundeinkommen halt jetzt prophezeien. Ja? Nämlich, dass ein viel zu großer Teil der Menschen sich auf die faule Haut legt, beziehungsweise ja, nichts Produktives macht, beziehungsweise nichts zur eigenen Selbstentfaltung beiträgt und damit auch nichts zur gesellschaftlichen Entwicklung. Ja? Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich
eigentlich dieses furchtbare Wort, warum ich mich aus politischen Diskussionen eigentlich raushalte, weil sie zu nichts führen. Und wenn ich mich dann mal einfangen lasse, dann merkt man auch ganz schnell, dass das natürlich konfliktbehaftet ist und dass es dann letztendlich dann nur noch um Egos geht. Ja, und das kann man auch beobachten in politischen Diskussionen. Wenn sie fangen relativ vernünftig an, da werden Thesen aufgestellt, da werden Dinge angezweifelt und hinterfragt. Und im Verlauf dieser Diskussion läuft es auf Ego-Konfrontation hinaus. Ja? Wer kann jetzt den anderen am besten niedermachen und steht hinterher als Sieger da? Das hat mit Diskussionskultur nichts zu tun, das hat auch nichts mit wirklichem Erfahrungsaustausch zu tun oder ähnlichem. Aber der Grund, warum das so verläuft, ist, weil man natürlich insgeheim weiß, dass man mit politischen Utopien nichts mehr ändern kann. Ja? So, das Wirtschaftssystem operiert längst global, international. Politische Klüngeleien interessieren da relativ wenig. Da wird hier ein Schräubchen gedreht, da ein Schräubchen gedreht. Klar ist das komplex und kompliziert und diese Beeinflussung und Manipulation von Regierungen und Staaten und so weiter ist nicht einfach. Aber da ist dieses System ist so mächtig, dass es das natürlich auch ohne große Probleme bewerkstelligen kann. Ja, das sind institutionelle Vernetzungen und das ist keine Verschwörung oder ähnliches. Das ist meiner Überzeugung nach so eine kindlich naive Vorstellung, ja, das ist wieder der Böse, ne? Der Böse, der da irgendwo sitzt und eine Verschwörung macht. Sondern das ist einfach die Entwicklung, die wir alle mitgetragen haben, eben aus diesem Mangel an eigenverantwortlichem Denken, an eigenständiger Authentizität, ja, auch mal die Traute zu haben, mit dem, was man an eigener Erkenntnis hat, auch gegen die Strömung mal aufzutreten, ja. Und dadurch auch vielleicht anderen Mut zu machen, die schon längst irgendwie denken, irgendwie das ist doch alles Humbug, was sie sagen. Auch wenn ich da seit Jahren mitrede, ist das doch eigentlich, das ist immer das Gleiche und das stimmt doch nicht. Ja, das ist doch nicht wirklich die Flüchtlinge sind doch nicht wirklich der Grund und Mauern bauen ist doch nicht wirklich die Lösung und Zäune ziehen und Nationalstaaten wieder errichten ist doch nicht wirklich die Lösung. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch dumm. Ja, einfach das auch mal dann sich trauen, auch das mal zu sagen, weil es ist ja so. Ne? Und das Da braucht man sich auch keine Angst haben, wenn man das wirklich durchdacht hat, dass man da irgendwie dem nicht standhalten kann, weil es ja einfach ja, gesunder Menschenverstand ist. Und jeder verfügt über diesen gesunden Menschenverstand, es sei denn, es liegen irgendwelche mentalen Krankheiten oder ähnliches vor. Und dadurch, dass jeder darüber verfügt, hat man ja auch die Möglichkeit, das jedem verständlich zu machen. Ne? Und das sind halt die alten Prinzipien, die dann wirken, wenn dann erkannt wird von der Gegenseite, dass das ja eigentlich richtig ist und dass man keine Möglichkeit hat, darüber zu diskutieren und das mit Argumenten zu widerlegen, dann kommt die Aggression oder dann wird man persönlich oder ähnliches. Ne? Das ist ja nichts Neues. So, ja, also ich, für mich persönlich ist ganz klar, dass sich da nichts ändern wird. Dafür ist diese, wie soll ich sagen, diese systematische Manipulation und Verdummung der Massen, ja, der wir alle zum Opfer gefallen sind, zumindest einen großen Teil unseres Lebens, schon über viel zu viele Generationen vertieft. Um das aufzulösen, um tatsächlich die Menschen wieder dahin zu bringen, dass er sagen kann, ich bin als Mensch, als Existenz in diesem Moment verantwortlich für mich, mein Handeln und mein Denken. Ich brauche mich nicht orientieren. Ich bin hier und bin wert, genauso viel wie du. Nicht, weil ich diesen Beruf habe, nicht, weil ich mich dieser Gruppe anschließe, nicht, weil ich dieser Partei angehöre oder weil ich dieses Denken übernommen habe, sondern weil ich selbst denke und weil ich bereit bin, auch im Denken und in der Unterhaltung und in der Auseinandersetzung mit der Welt meine Denkfehler aufzulösen und meine Denkstrukturen anzupassen, den Erkenntnissen, die ich gewinne in der Interaktion mit dem Leben, mit den Menschen, weil ich keine Angst davor habe, einzugestehen, dass ich natürlich ganz logischerweise in meiner Entwicklung, in meinem Lernprozess, und das Leben ist ja nichts anderes als ein ständiger Lern- und Anpassungsprozess, falsch gelegen habe und dass ich weitergehe, dass ich mich weiterentwickle. Und Weiterentwicklung ist ja nur möglich, wenn ich auch vorher Fehler gemacht habe, beziehungsweise Fehler, so wie wir das heute bezeichnen, hat ja eine enorm negative Aufladung.
weil wir ja diese bescheuerten militärischen Strukturen haben, in der Schule, in der Bildung schon, irgendwie, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch, du bist dumm, du hast viel zu viel Fehler gemacht und so weiter. Diese kranke Strukturen, all das müsste sich auflösen. Ja? Und das geht nur, wenn der Mensch selbst für sich erkennt, was für jeden möglich ist, jetzt hier und gleich, dass das krank ist, was wir machen, dass es bescheuert ist, dass wir unsere Kinder damit zerstören und dass wir dadurch, dass wir einfach behaupten, das wäre normal, dass Kinder sich dann irgendwann anfangen zu messen, dass sie andere dissen, weil sie schlechter sind oder weil sie andere Klamotten anhaben und so weiter. Das ist alles nicht normal. Das sind alles die Prinzipien, die von klein auf subtilste Art und Weise und auch auf offensichtlichste Art und Weise, auf ganz dreiste Art und Weise den Kindern antrainiert werden. Diese Vergleichssituationen, diese permanenten mit Kindern im gleichen Alter, völlig widersinnig, völlig idiotisch. Wir wissen das alles. Wir machen es trotzdem nicht anders, weil wir nicht bereit sind und weil wir Schiss in der Hose haben, davor zu sagen, ich habe für mich selbst erkannt und du kannst das auch erkennen, dass das nicht richtig ist und dass das nicht der Weg vor allen Dingen in die Zukunft ist, sondern das ist ein Festhalten an vergangenen Strukturen, an ausbeuterischen Strukturen, die uns überhaupt diese ganzen Probleme, mit denen wir uns jetzt hier konfrontiert sehen, und wir jammern ja auf ganz, ganz hohem Niveau im Vergleich zu den Problemen, die unsere Lebensweise anderswo auf der Welt schon verursacht hat, erst verursacht haben. Ja? So, bevor ich mich jetzt ganz verhedder oder vom Hundertsten ins Tausendste komme, mache ich hier mal Schluss. Danke fürs Zuhören. Mir hat Spaß gemacht. Hat mir gut getan. Danke. Tschüss.